bet, dein Oma betet für dich wahrscheinlich. Ja, hoffentlich. Ja, siehst du? Alles Gute. Von Början, wa? Nein, von Söder. Ja, hier haben wir gerade gesehen, ein junger Mann, der wollte auch die Meta-Bibel haben. Also wir haben das Problem jetzt hier, wir haben 10.000 gedruckt, 1.000, also 11.000 insgesamt haben wir gedruckt für Wacken, 1.000 für die Seelsorge und 10.000 sollten wir hier weitergeben. Aber in diesen drei Tagen, vor diesem Festival, startet ja erst die Konzerte erst am Morgen, Donnerstag, haben wir schon etwa, ich denke, etwa 6.000 bis 7.000 schon verbreitet. Und das ist das Problem, dass wir haben so wenig jetzt. Aber die Leute nehmen das sehr gerne an. Und das Interessante ist auch, dass die Festivalleitung sind sehr positiv auch über diesen Einsatz. Auch was interessant ist, dass die Gemeinden hier haben mitgeholfen. Auch die Gemeinden Isehoe und Wilster haben hier mitgeholfen, auch die logistisch zu machen mit Essen. Wir haben ein Basecamp hier hinten, wo wir zelten und haben auch Essen und ein bisschen Ruhe da und Vorbereitung. Und wir sind etwa 30 Personen hier aus Schweiz, aus Deutschland ja sowieso und auch aus Holland und Schweden und auch einige aus Spanien. So, das ist echt eine internationale Sache und ich möchte auch so sagen, für nächstes Jahr wollen wir 20.000 drucken und wir brauchen da auch Sponsoren. Wir brauchen auch Gemeinden, die da finanziert und Privatpersonen auch. Bitte geh und guck mal auf den Homepage www.metal-bibel.de. So, das ist die Möglichkeit, dass du auch dabei bist nächstes Jahr. Vielleicht kommst du hier hin, mit den Leuten sprechen. Das ist nicht so gefährlich hier. Das ist liebe Leute hier. Einige sind ein bisschen getrunken leider. Aber wir mögen die Menschen hier. Wir haben diese Menschen lieb. Okay, das Problem ist der Alkohol, das sehen wir hier, so viel Trinkerei, das ist nicht so gut. Aber wir lieben die Menschen und Jesus liebt diese Menschen. Darum sind wir hier als Christen. Unsere Aufgabe ist, wie Jesus sagt, geh heraus in die ganze Welt und verkünde das Evangelium. Das ist das, was wir möchten machen und du auch bestimmt. Mach mit nächstes Jahr in Wacken. Du bist herzlich willkommen. Okay, tschüss.